So, servus und willkommen zu einem neuen Spiel, oder besser gesagt zum alten Spiel, aber ja, spielen wir einmal Tux Racer. Ich weiß noch nicht ganz, eigentlich wollte ich es Multiplayer machen, aber ich habe keine Ahnung, wie man Multiplayer spielt. Also fahren wir jetzt einfach mal hier ein paar Strecken durch, einfach so mal, was mich mal interessiert, wie das Spiel ausschaut, was das ist. Anscheinend ist es irgendwie so, dass man hier einen Pinguin die Piste runter begleitet, geleitet sozusagen. Dieser Pinguin ist nichts anderes als das Linux-Maskottchen. Ja, dann starten wir gleich mal. So, anscheinend müssen wir hier irgendwie die Fische einsammeln. Für Punkte oder irgendwie sowas. Des Weiteren müssen wir ganz schnell irgendwie am Ziel unten ankommen. Also zwei Sachen, die es zu beachten gibt. Mit Pfeiltasten kann man hier sich anscheinend bewegen. Mit E kann man ein bisschen fliegen, wie es ausschaut. Also wenn man E des Öfteren drückt. Und vorwärts ist natürlich Gas geben. Und rückwärts ist natürlich bremsen. Naja. Das war wahrscheinlich Rennen Nummer 1. Dann können wir gleich mal das zweite Rennen starten. So. Ja, hier geht es geht gerade ein bisschen langsamer hier gerade. Was es mit dem Hering auf sich hat, weiß ich auch noch nicht so ganz. Also, ich glaube, wenn man nicht alle einsammelt, kann man zwar auch ins Ziel. Also irgendwie ist es vielleicht irgendwie für Rekorde oder so eine weitere Prämisse, um da irgendwie Rekorde aufzustellen. Ja, und da haben wir schon einen verpasst, zwei verpasst. Ach so, muss man vielleicht... jetzt weiß ich glaube ich, wofür die Heringe da sind. Man muss alle einsammeln. Um überhaupt weiterzukommen. Das könnte sein, ja. Weil jetzt gerade eben konnten wir nicht die nächste Strecke fahren. Ui. So, alle einsammeln. Uiuiuiui. So. Ich glaube, da haben wir ja vorher einen verpasst. Jetzt dürfte aber kein Problem mehr sein. Ups, cool. Ich glaube, das ist schon das letzte Rennen von dieser Serie. Schauen wir mal. Hier sind sogar schon irgendwie Schanzen dabei. Schau einer an. Ach, man kann sogar die Heringe anscheinend auch, wenn man über sie fliegt, auch einsammeln. Das ist schon mal nicht schlecht. Bam. Ui, das ist eine ziemlich schnelle Strecke, finde ich. Ja, da hätte man vielleicht fliegen sollen, dann wäre man nicht da aufgeplatscht. Hätten zu viel Zeit gebraucht. Was? Habe ich nicht alle eingesammelt? Na gut, dann probieren wir es halt nochmal. Ich glaube, da können wir gleich mal wieder neu starten, sozusagen. Weil diesen einen haben wir verpasst. Bremsen. Ja, ich glaube, das wird auch diese Runde nichts. Den einen haben wir ja verpasst, schließlich. Ist gemein. Ja, und wieder nicht gesprungen. Ey, da fliegt man aber weit. Gleich zwei verpasst. So wie es ausschaut, gibt es hier 19 Heringe. Gleich mal wieder bremsen. Bremsen! Sehr gut. Jetzt haben wir ihn erwischt. So. Uiuiui. Bisschen von der Spur abgekommen. So, hier glaube ich kam keiner unten drin, das ist scheiße. Ich weiß leider nicht, wie man sich irgendwie so weit zurücksetzen kann zum nächsten letzten Hering. Ein bisschen blöd.
Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder einen verpasst. Zwei sogar, oder? Hm. Ach. Man muss sich also Leben erspielen oder irgendwie so, kann das sein? Das ist ja bescheuert. Ach, das ist ja doof. Jetzt darf ich von vorne wieder anfangen. Na gut, probieren wir es noch einmal. So, ganz easy erstmal. Ja. Das ist ja kein Problem hier, die erste Strecke, die haben wir mit Bravour gemeistert, so auch dieses Mal. Alles klar. Jetzt weiß ich auch, für die Pinguine hier sind, nicht für die Bewertung, sondern für die Lieben. Okay, zweiter Kurs. So. Uiuiuiui. Ja, da haben wir vorher hier einmal einen Fehler gemacht. Da haben wir schon ein Leben hier verloren. Oder war es in der nächsten Kurve? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, es war sogar hier. Hat diesmal auch diesmal jetzt kein Problem hier. Ich glaube, dass wir diese Rennen, dieses Mal schaffen wir diesen Kurs. Wir haben schließlich noch 5 Versuche. So, wir konnten jetzt wieder Gas geben. Sehr schön. Und dort auch wieder. Aha, und diesmal über dieses Loch drüber geflogen. Spart Zeit. Nein, oder? Hm, das hat sich angehört, das habe ich, als ob ich ihn erwischt hätte, aber ich glaube, visuell, grafisch gesehen, habe ich ihn nicht erwischt. Hm. Das ist mir jetzt ein wenig suspekt. Versuchen wir es nochmal. Bremsen. Komm schon. Du wirst doch da hochkommen, oder? Komm schon. Sehr gut. Da muss man auch eine bestimmte vorgegebene Zeit schaffen. Aber das wäre schon extrem. Ach, okay. Ja gut, dann halt nicht, ne? Nochmal. Ah, bremsen. Langsam, langsam, langsam. Sehr gut. Und wieder drüber, das Loch. Auch gut. So, hier glaube ich abbremsen, oder? Ne, hier war es nicht. An der nächsten Schanze war es wieder. Ein bisschen scheiße hier über dieses Trial-and-Error-System. Bremsen. Hui, Rums. Okay, mal schauen. Hey, es gibt nur 18. Warum nicht? Na gut, schau mal, vielleicht gibt es ja noch andere. Leider nicht. Oh, dann probieren wir es noch einmal. Ich weiß noch nicht ganz. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, warum ich das nicht schaffe. Ja gut, also es ist jetzt nicht so sonderlich das Spiel, wo ich sage, das gefällt mir. Ne? Ich habe es jetzt einmal gemacht. Ja, also mir persönlich gefällt es nicht so sonderlich. Also es ist so für die nebenbei Abwechslung, aber wenn man jetzt eh größere Sachen spielen will, dann ist es auf jeden Fall nichts. Also so für die Nebenbeispiele ist ganz in Ordnung, aber so, wenn man sagt, man möchte jetzt unbedingt ein tolles Spiel spielen, da würde ich es nicht empfehlen. Ja, ist meine Meinung. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder, wenn es wieder heißt, ja, was eigentlich? Keine Ahnung, bis denn, tschüss.